Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Gestern sind zwei Orakeldecks angekommen. Bei denen geht es um Kristalle, Mineralien und Edelsteine. Und ich möchte euch die gerne zeigen. Und ich möchte anfangen mit dem älteren, dem zuerst erschienenen Kartendeck. Und in einem zweiten Video dann das andere. Von daher lege ich das jetzt erstmal beiseite und wir schauen uns das Healing Oracle Crystal Reading Cards an von Raquel Charman. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das Ganze kommt in einer stabilen Klappbox mit Magnetverschluss. Darin ist ein Anleitungsbuch und die Karten. Zu den Karten kommen wir später. Das Buch. In dem Buch gibt es eine Einleitung zu den Kristallen. Dann sind zwei Sektionen in Legemethoden. Also ist unterteilt in heilende Legemethoden und göttliche Führung. Also, wenn man vielleicht körperliche oder seelische Leiden eventuell hat, ich weiß nicht, ob das mit physisch und psychisch ist, und wenn man halt generell eventuell einfach mal eine Frage hat und danach nach einer Richtung, einer Inspiration sucht, dass man da dann gibt es die ganzen Karten mit den verschiedenen Steinen und da ein Schlagwort dazu, ein Stichwort. Dann, wie gesagt, Einführung. Und sehr schön finde ich bei diesem Buch hier die Legemethoden. Da gibt es so schöne, viele, sehr überschaubare, verständliche Sachen. Das ist alles einfach und klar erklärt. Da ist hier zum Beispiel auch nach den Chakren kann man legen. Und dann gibt es halt so die allgemeine Orakel Deutungskunst. Da gibt es dann auch noch ein paar verschiedene Legemethoden. Also für jeden sicherlich was dabei. Und dann fängt der Teil an, wo jede Karte mit Bild und zwei, drei, vier Seiten teilweise. Teilweise sind es zwei Seiten, ganz unterschiedlich, wird dann da erklärt. Obwohl, warte mal, da glaube ich, gibt es noch so eine. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, da gibt es so Master-Teacher-Cards. Was die jetzt im Einzelnen ganz genau da herausgestellt wird, habe ich jetzt noch nicht klar erkannt, aber gut, da muss man sich dann halt einarbeiten mit. Dann haben wir hier die Karten. Schwachpunkt ist die Verpackung, also hier, also dieses Teil hier fliegt gleich raus, weil da rutschen die Karten so runter. Da können sie dann auch gleich so los in der Block, in der Kiste da verweilen. Ja, die Rückseiten würde ich so eher sagen, meh. Also, die erinnern mich so ein bisschen an diese Plastikfolien, die man in den 70er Jahren so auf Spanplatten gebügelt hat. So, um irgendwelche Marmorstrukturen und Platten zu finden. Also, gut, okay. Aber ich kann damit leben. Alles kein Problem. Und ich habe natürlich auch diese Karten, konnte ich ja nicht widerstehen, einmal kurz durchgeguckt. Und da habe ich gedacht, Mensch, diese
Abbildungen, die kommen mir doch manchmal so bekannt vor. Was ist das bloß? Und ja, kam mir auch bekannt vor, weil ich schon bereits dieses Crystal Wisdom kleine Mini-Orakel Set habe, Deck habe. Und das ist nämlich von der gleichen Autorin, Sie an, Sie an. Das ist, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das ist, ach, wie heißt die denn noch, dieser Verlag? Das ist zwar hier jetzt mit US Games Systems, Rockpool, glaube ich, heißen die. Die, wenn man das eingibt, dann findet man das. Das sind ganz nette Karten mit jeweils den Kristallen. Und diese Abbildung, die kam mir so bekannt vor hier in. Oh, jetzt bin ich gegen den Ständer gekommen. Entschuldigung. Und siehe da, die kommen auch in dem Deck vor. Und nur so, dass dann hier der Stein, der Stichwort und dann so ein kleiner Satz dazu gegeben wird. Ein ganz süßes, nettes, kleines Deck. So, kommen wir aber hier zu den Karten. Die Kartenstärke ist anständig, wirklich stabil, gut zu mischen. Und ich zoome mal ein bisschen ran. So, das sind wir dann. Fangen wir an mit Achat, mit dem gesunden Körper als Stichwort. Dann haben wir den Amethyst mit Meditation. Ach, was ich jetzt bei dem Buch vergessen habe, vielleicht noch etwas näher zu erklären, dass bei jeder Karte dann die Farbe der Kristalle aufgezeichnet wird und die dazu zuordneten Chakren, dann die heilende Wirkung der Steines, dann in kurzem Auflistung, was das alles bedeutet und dann nochmal die Vertiefung dazu in dem Text. So. Dann kommen wir weiter jetzt mit Amazonit, mit Lebensaufgabe. Dann Aquamarin mit Kommunikation. Azurit mit erweitertem Bewusstsein. Schwarzer Obsidian, der Schatten. Da haben wir hier die erste Master Teaching Card. Also da weiß ich jetzt nicht, da habe ich jetzt noch nichts im Buch gefunden, was das bedeutet. Da gibt es drei oder vier Karten von. Für sozusagen die Ahnen, die Weisheit der Ahnen. Dann ist nochmal eine Mastercard mit einem Erwachen-Kristall für emotionales Heilen. Also da haben wir dann ja doch noch die psychische und nicht nur die physische Komponente mit dem Begriff Heilen. Dann haben wir schwarzen Turmalin als Schutz. Kyanit als zum Loslassen, dann Boji-Stein für die Balance, Brasilianit für Flexibilität, Kalzit zur Entspannung, dann Zitrin, der Reichtum, die Fülle. Kakoxinit, der neue Anfang. Krokoid für Sexualität.
Chrysotil. Das nennt sich eigentlich auch Peridot, glaube ich. Tiere, da weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Wahrscheinlich für unsere Haustiere, keine Ahnung. Dann Kuprit. Rites of Passage. Riten des Übergangs, vielleicht von einem Aggregatzustand in den anderen, um mit der Chemie zu bleiben. Diopsid, Mutter Erde. Dioptase, Heart Healing, ja, Herzheilung. Da weiß man nicht, ob das jetzt psychisch oder physisch zu sehen ist. Vielleicht sogar beides. Dann haben wir wieder hier so eine Mastercard, göttlicher Tempel als Quelle. Dann haben wir Smaragd mit Barmherzigkeit. Dann haben wir hier Fairy Stone. Und da bin ich mir nicht sicher, ob Fairy Stone und Menalit dasselbe sind. Also keine Ahnung, weil die sehen so ähnlich aus, die Steine, die Melanitsteine. Hier ist es die Fruchtbarkeit. Dann haben wir Feuerachat mit Kreativität, Fluorit zum Lernen, Hämatit als Erden, also zum Erden oder Erdung, geerdet werden, so. Herkimer-Diamant für die Träume. Hedenit ist Dankbarkeit. Roter Jasper. Gesunde Bündnisse oder Verbindungen. Gesunde Verbindungen. Dann haben wir Kunzit. Achtung, Selbstliebe, dann Labradorit, um in Aktion zu kommen, dann Lapis Lazuli für das frühere Leben, dann libysches Goldtektit als Manifestation, dann haben wir den Malachit zum Heilen, den Mondstein für Zyklen oder Kreisläufe. Dann Morganit, die Beziehung heilen, dann Numimit, auch weiß ich gar nicht, ob man das so richtig aussprechen kann. Dann als Heiler. Der Opal für Freude. Orpiment für Erfolg. Versteinertes Holz für die Ahnen. Also Vorfahren. So, die Vorfahren. Prenit für Vertrauen. Pyromorphit für Geduld. Der klare Quarz ist für ja, Purification, oh Gott, für Klarheit. Ja. Dann Rhodochrosit, Akzeptanz oder Annahme, Rosenquarz für das Kind in sich, das innere Kind, dann Rubin, Schein, Leuchten vielleicht sogar.
Skolektit, nee, Skolesit, Skolesit für Frieden, Selenit für das spirituelle Erwachen, nochmal eine Mastercard, Lehrmeister eigentlich, Master Teacher Card, Soul Connection Crystal, das ist, glaube ich, damit der Zwillingskristall mit gemeint, weil es hier auch bei Umliebende geht. Chateau-Kit ist der Lehrer. Dann haben wir nochmal den Geist oder Seelenquarz mit Musik, der spirituelle Quarz. Dann Stibnit für Konflikt, der Sonnenstein für Ermächtigung und Tanzanit für Klarheit, Tigerauge für Courage und der Pink Tourmalin für Vergebung. Ja, da sind ja einige bei, die ich gar nicht kenne, aber alles sehr schön und spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen.